Ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier. Wir sind einen Monat lang in Costa Rica unterwegs und ich werde euch mitnehmen auf unsere Reise. Und wir haben jetzt erstmal eine Woche im Dschungel vor uns. Hier wunderschön. So sieht's aus, das Ganze. Und dann werden wir noch 3 Wochen lang zusammen mit unseren Freunden Leon und Clara, die machen nämlich eine Weltreise bei Jugend mit einer Mission, zusammenarbeiten, mal gucken, was uns da erwartet und ja, da noch ein bisschen rumreisen. Und ja, ich werde ein bisschen was festhalten und euch mitnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Freuen Sie sich? Ja, schon ein bisschen. Freue ich mich auf den Urlaub. Das wird so geil, ey. Zeig dann mal. Das erste Mal Sonnenstrahlen im Gesicht. Sonne in mein Gesicht. Simon, das sieht so gut an. Erstmal Sonnenbrille aufziehen, gell? Läuft. Ich muss meine noch mitnehmen. Wir haben uns jetzt ready gemacht, werden einmal hier unser Neighborhood erkunden. Ich muss sagen, ich finde das Wetter ist voll angenehm. Es ist auch nicht zu heiß, weil so ein bisschen Wind ist. Ich finde es richtig perfekt. Ein bisschen windig, aber trotzdem schön die Sonne. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir ein geiles Café finden, wo wir unser erstes Frühstück einnehmen können. Jetzt müssen wir erstmal beide filmen. Blattschneiderameisen. Boah, die sind riesig. Hier mal Finger vor Comparison. Das ist. Boah, was die für ein Schneidwerk hat hier. Guck mal hier, wie die Blätter einfach transportieren. Zack, und dann geht's hier rein. Und dann wird. Der Insektenkundige. What is happening? Gestrandet im Nirgendwo. Wir sind im Nirgendwo gestrandet. Google Maps hat hier auch versagt. Hat echt versagt. Die Straße war nix. Jetzt haben wir da Freunde gefunden, die haben uns jetzt den Weg gesagt. Und es ist halt auch, wir sind auf mehreren tausend Höhenmetern oder was. Auf jeden Fall ist es halt komplett neblig. Hier ist halt alles Regenwald und komplett neblig. Also man sieht halt auch einfach sehr wenig. Wir sind halt mitten auf dem Berg. Noch 2 Stunden vor uns. Mal gucken, wie wir hier ankommen. Sodele, guten Morgen. Wir sind hier gestern angekommen in unserem wunderschönen Airbnb. Das ist eine kleine Hütte da oben. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier läuft man so hin und man hat wirklich den Ausblick einfach komplett Dschungel, Dschungel, Dschungel. Also es ist wirklich so cool. Ich gebe euch mal eine kleine Tour von der Hütte. Hier sind wir jetzt fast eine Woche, einfach mitten im Dschungel. Und hier sind halt ganz viele Vulkane und so weiter in der Nähe, die wir dann jetzt die nächsten Tage anschauen wollen. Und ja, ich gebe euch mal eine kleine Tour. Also, man kommt hier hoch. Kleines Balkönchen. Und da unten die Bananenpflanzen. Natürlich ist alles voll mit Kolibris. Die gehen immer an diese kleinen Blüten hier und man kann die wirklich richtig, richtig nah beobachten. Da hinten sind die Vulkane und man kann den sogar sehen, aber es ist meistens irgendwie bewölkt bis jetzt. Dann kommt man hier einmal schön rein. Voll süß, haben die alles mit diesem Dschungeldesign hier gemacht, grün. Dann ist hier eigentlich das Bett direkt so ganz gemütlich. Und dann Kleiderschrank und hier ist Claire die Küche. Was machst du da? Der Mann ist fleißig am Spülen. Hier ist dann noch das Badezimmer. Das ist so ein kleines, süßes Badezimmer. Yes. Nach Faultieren. Wenn wir ein Faultier finden sollten, werde ich euch auf jeden Fall updaten. Wir versuchen ganz leise zu reden, damit die Tiere nicht verscheucht werden. Der sieht so cool aus, der Baum. Und da ist der Vulkan. Ich will unbedingt ein Faultier sehen. Wir haben ein Faultier entdeckt. Ach du Scheiße. 2 Minuten später. Oh Mann, mit der GoPro kann man echt nicht richtig geil zoomen. Aber warte mal, da. Es pennt einfach und sitzt da oben, ganz oben im Baum, der sich jetzt so wankt hier. Ich versuche nachher mal rein zu zoomen. Ich
jeden Fall geil. Einfach so ein Faultier. Ja, guck mal, wie cool das Geld aussieht. Das finde ich so cool. Also den haben wir gerade gesehen, den süßen Mann. Dann gibt es hier mit Delfin, Affe, Reh. Das ist irgendwie mega geil, das Geld. Ich finde das Geilste hier, dieses Glitzerding. Guck mal, das ist hier wie so eine Aura. Das schimmert so. Das sieht echt geil aus. Wie kriegen die das? Was ist das hier? Voll langweilig. Und das mega geil mit so Tieren. Also ich glaube, mein Lieblings ist der. Ach, gar kein Delfin, ist ein Hai. Gehen wir uns erstmal Mexican Food. Ich bin so gespannt. Ich habe noch nie gegessen. Burrito, gell? Noch nie ein Burrito gegessen. Simon. Hier läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Du bist immer beim Burrito. Schluckt. Hier sitzt ein Tukan. Ach du Scheiße. Der ist so cool, der Vogel. Ach, ich habe noch nie so einen geilen Vogel gesehen. Also ich habe schon viele Vögel gesehen. Das ist wirklich krank. Boah, ich hoffe, ich kann daran zoomen. Ey, der ist so cool. On flat. Eso, perfecto. Muy bien. Wow. Thank you so much. Yeah. Santo, ¿qué más hora es? Ya le voy a... Schleimig. So cool. Hay tiempo. Das fermentierte außen, die Schale weg machen und dann ist innen die Bohne. Die riecht richtig wie Kakao schon. Und ist gut? Mhm. Kakao nimmst du also mir zu stark, aber dir würde es schmecken. Why? To rolling over the cacao. If I apply smashed cacao, hard cacao on water, it doesn't change the flavor. We need to activate the oils. When you activate the oils or butter, this butter changes. Easy say, Costa Rica. Leute, ich weiß jetzt, warum ich kakaosüchtig bin. Attraction of and excitement. Man wird high davon, da ist Koffein drin, Theobromin, Tryptophan, das macht glücklich, Flavonoide, super gesund. Kakao ist einfach die geilste Pflanze der Welt. Wir essen hier einfach das geilste Essen, gell? Ich bereite zu einen Salat mit Tomate, Avocado, die kommt jetzt hier noch frisch rein, gell? Richtig ordentlich Knoblauch, richtig ordentlich Zwiebel. Bisschen Frischkäse, Kartoffeln sind hier schon am Zubereiten und das Geilste ist halt, ich finde, es schmeckt einfach, hallo, warte mal kurz, so, guten Tag, ich finde, das schmeckt einfach so lecker, wie hältst du mir das so nah ins Gesicht? Ich würde sagen, so ein Salat, guck dir das mal an, einfach mit richtig ordentlich Zwiebeln, ne? Also so ein Salat ist eigentlich, würde ich sagen, mein Lieblingsessen. Total. Da war gerade noch so ein schöner Regenbogen. Aus dem Urwald sind wir gekommen, auf diese Lichtung. Und Leute, da ist einfach dieser Riesenvulkan, der so hoch geht und wieder tief. Vulcano Arenal befindet sich hier. Ja, ich komme, es kommt auf uns zu. Ich spüre es schon, es regnet schon. Aber wir sehen einfach nichts von dem Vulkan. What is this? Vielleicht bricht der Vulkan jetzt auch aus. Man weiß es nicht, aber da oben... scheint die Sonne, ist auf jeden Fall ein crazy Naturschauspiel gerade. Da scheint die Sonne und da ist der Vulkan und da kommt es richtig dunkel hier. Mal gucken, wie das jetzt wird. Oh my goodness. Wir sind jetzt, glaube ich, so schon eine Stunde gelaufen hier auf dieser Wanderung. Haben gerade schon Affen gesehen. Richtig geil, mitten oben im Urwald. Und jetzt müssen wir mal gucken hier mit dem Unwetter. Vielleicht passiert aber auch gar nichts. Und hier gibt es jetzt anscheinend gleich einen See. Mal gucken, ob wir den sehen. So sah hier meistens meine Morgenroutine aus. Morgens bin ich gerne auf die Wiese, barfuß, habe die frische Luft und den Blick ins Grüne genossen. Und dann habe ich mir meistens erstmal einen Kaffee gemacht und dann den Kaffee ganz gerne mit nach draußen genommen. Das ist eigentlich so mein Lieblingsteil, dann einfach auf dem Balkon liegen, ein bisschen aufschreiben, ein bisschen malen und einfach präsent sein. Ja, ich feiere die auch mega. Zum Frühstück gibt es jetzt hier einen Smoothie, der gemacht wird mit Haferflocken und Kakao, Bananen, Kakaonips, Wasser, Avocado ist drin und
Genau, dazu schneiden wir jetzt noch eine Papaya auf. Da steht mein süßer Naturfotograf vorm Kolibribusch und versucht ungefähr seit 30 Minuten oder so die Kolibris aufzunehmen, wie sie in Slow-Mo fliegen. Ja, ist doch einfach süß, oder? I love you! Ich habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht noch, mir was angezogen für den Tag und jetzt werde ich noch frühstücken. Einmal hier den Smoothie mit der Schokolade, extra Portion Schokolade. Wir waren ja auf dieser Kakaotour. Und da habe ich hier so Kakaonips, die sehen richtig cool aus, gekauft. Ja, die sind auf jeden Fall richtig lecker. Und ja, dann gibt es hier noch die Papaya dazu. Und das nehmen wir jetzt mal mit raus. Halb so groß wie diese Kolibris, vielleicht so war der. Aha. Und der habe ich jetzt versucht auch in Slow-Mo zu filmen. Bei den großen siehst du ja noch richtig so, wie die Flügel so schlagen. Hm. Jetzt hast du versucht in Slow-Mo den Kolibri aufzunehmen. Ja, und dann noch scharf zu kriegen und dann da reingezoomt. Das ist so schwer. Was... Aha, guck mal, der hatte so ein richtig Fokuhila. Siehst du das? Oh, das sieht richtig gut aus. Guck mal, was siehst du hier? Ja, hier oben, gell? Ach, krass. Richtig geil. Wie lecker ist dieser Smoothie geworden. Guck mal, hier zum Beispiel war es perfekt. Wenn ein Lied nicht zu uns passt, dann ist es das, aber wir feiern es trotzdem, wie geil. Nachgedacht. Keine Sorgen, mach das einfach morgen. Warum sollen wir so fehlen? Haben wir hier die geilsten Bowls mit Peanut Butter Kakao und hier Dragon Fruit. Guck mal, wie pink das einfach ist. Und das ist Local Fruit. Geil. Nee, ich habe wirklich richtig Schiss. Und wir gehen jetzt in so einen Hängebrückenpark durch den Urwald. Da sind so riesen Hängebrücken, die irgendwie 60 Meter hoch sind oder so und dann auch 100 Meter lang. Also richtig geil über den Urwald. Aber ich habe schon ehrlich gesagt richtig Schiss. Simon, wie geht's dir damit? Du freust dich, oder? Ja, kein Problem. Vielleicht sehen wir auch Affen. Zur Not trage ich dich rüber. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen... Mal gucken, wie es wird. Fledermäuse gespottet. Richtig geil. Bis jetzt ist es einfach mega geil hier. Komplett so grün. Einfach egal, wo man hinguckt. Oh, krass. Gerade über so eine krasse Brücke gelaufen. Boah, mein Herz, ne? Ja, war richtig krass. Ich habe eigentlich fast gar nicht runtergeguckt, immer so geradeaus. Simon hat es aufgenommen, aber geschafft. Kann nicht filmen, ich bin so aufgeregt. Es geht los, aber es wackelt richtig und ich werde richtig schnell laufen. Hi Gunnar. Oh, scheiße, das wackelt so, Simon, ja? Oh, was? Ich guck nicht runter, ne? Oh, such jetzt mal ganz ruhig zu atmen, dann ist es eigentlich richtig schön. Wackelt halt einfach richtig. Da oben ist die Brücke einfach gewesen, wo wir drüber gelaufen sind. Ne? Da sieht man die noch ein bisschen. Müssen immer noch so hoch. Ich überwinde meine Ängste, ich bin stark. Ich überwinde meine Ängste, ich bin stark. Ganz also, entspannt. Ganz toll entspannt hast du deine Höhenangst nach überwunden. Nach der fünften Brücke relativ entspannt. So, wie weit wie es geht. Super! Just for reference, da ist der Vulkan. Jetzt sieht man fast noch die Spitze, die geht echt noch bis da oben. Geil. Guck mal, wie süß. Hier ist eine Nasenbär-Gang. Wir haben die gerade schon richtig nah beobachtet. Geil, wie die hier lang rennen alle. Guck dir das mal an. Die Nasenbär-Gang. Oh. Ciao. Das ist unsere Mission, Simon. An diesem Morgen. Wir waren vorgestern bei so einem richtig geilen Wasserfall hier, aber es war halt super überlaufen, waren mega viele Leute da. Da haben wir uns gedacht,
Komm, nach dem Aufstehen direkt hier hinfahren einfach. Jetzt sind wir ganz früh morgens da und werden das mal auschecken. Es sieht so aus, als ob wir wirklich alleine sind. Mal gucken. Oh, nice Sache. Let's do it. Jetzt nehme ich euch mal mit on the road swing. Oh, mit nur einer Hand. Hier halt einfach alleine, ne? Ja. Echt hoch, es ist wirklich hoch. Sieht nicht so aus, aber. Also das ist halt hier wirklich. Das ist halt einfach kein deutscher Wald. Man kratzt so riesen Tausendfüßler, ich kann sie nicht mal zeigen mit meiner Handspanne. Und ein Feigefrosch, der hier gerade lang gehüpft ist. Und gestern haben wir bei der Dschungeltour gesehen, wie viele Schlangen dann doch überall einfach in den Bäumen sind, die man einfach gar nicht sieht, ne? Also jetzt bin ich gerade hier so, die sagen immer, zieht Zuschuhe an. Und wir laufen hier halt komplett, eigentlich nackig mit Flipflops durch einen kompletten Urwald. Ja, Simon braucht das Abenteuer. Ich bin gerade so ein bisschen, Nervenkitzel. Aber Schlangen können einen auch angreifen. Und hier gibt's Boa Constrictors. Die sind 3, 4, 5 oder noch mehr Meter lang. Nimm mal diese geilen Bäume hier. Und wen haben wir hier wieder gefunden? Unsere Ameisenfreunde. Die sind so krass. Simon, die räumen jedes Korn von ihrer Straße. Jedes Korn. Hä, hey, was ist das? Kennt irgendjemand diese Frucht? Alter, das riecht voll lecker. Als könnte man es essen. Okay, Leute, dieser Typ, der spinnt einfach. Der spinnt einfach. Oh my goodness. So, wir haben jetzt hier direkt beim Wasserfall hier so einen richtig süßen Spot gefunden, wo die ihren eigenen selbst angebauten Kaffee uns jetzt hier gemacht hat. Und sieht so aus. Einmal Sin Leche, Con Leche. Dann haben wir uns unser eigenes Müsli eingepackt. Wir essen jeden Morgen Papaya, wirklich immer. Papaya und dann einfach ein bisschen Haferflocken, Nüsse, Kakao natürlich extrem viel. Und das kommt jetzt noch hier rein und dann werden wir jetzt hier gemütlich frühstücken. So, wir genießen unseren letzten Abend. Ich bin so rot wie eine Tomate. Wir sind hier gerade, haben ein bisschen Sport gemacht und sind wie verrückt hier hinten einmal den ganzen Berg hochgerannt und wieder runter. Und meine Hitze steigt einfach nur ins Gesicht. Und dann hat uns richtig lieb unser Vermieter hier vom Airbnb, sehr highly recommended, das Airbnb, hat uns dann hier Freshly Coconuts und hier so Gebäck, was seine Frau gebacken hat, voll süß, gebracht. Ja. Und so genießen wir das jetzt hier noch und sind heute nochmal beschenkt mit einer richtig schönen Sicht. Ja, damit ist sozusagen die erste Woche im Dschungel jetzt schon rum, gell? Krass, es ging richtig schnell irgendwie. Und morgen geht's dann weiter nach Puerto Viejo. Hast du noch ein Fazit, Simon? Ja, diese Aussicht hier, das werde ich vermissen. Das ist grün und du guckst einfach rein und überall ist irgendwas zu sehen, immer. Wenn man zum Beispiel da guckt, da fliegen einfach eine Herde. Komplett weißer Vögel entlang. Das sieht so geil aus. Ah, da unten. Da sagt er wieder irgendwas aus im Urwald. Und auch diese Geräusche einfach, das ist so entspannt hier, das Urwald zu hören, dieses Grün zu sehen. Also ich finde auch, das tut einfach so gut, die Tiere und die Vögel zu beobachten, das ist eh unsere Lieblingsaktivität. Ja, es ist einfach herrlich. So, dann tschüssi Urwald. Hier im Bus unterwegs nach Puerto Viejo haben wir Eramos. Erson den Magier getroffen.
mit seiner Frau. Der hat mir hier so schon einen coolen Hut gemacht. Jetzt kommt noch was anderes. Und dann da draußen, guck mal. Ja, und dann da draußen so. Aber richtig geil. Du hast ein Teddybär bekommen, Simon. Sweet.